Einen wunderschönen guten Morgen und willkommen zurück bei meiner Let's Play-Serie von Commander Keen 2. Ja, wir hatten das erste Mal, nachdem wir die Erde erstmal zerstört hatten, die erste von den vier Strahlenkanonen, die auf die Erde gerichtet sind, deaktiviert und sind hier stehen geblieben, um auch die zweite Strahlenkanone zu deaktivieren. Ha! So, und hier werde ich gleich von den ersten Gegnern angegriffen. Oh ja. Gut. Eigentlich hatte ich gehofft, beide hier unten noch erschießen zu können. Denn wenn ich hier von einem von denen getroffen und nach unten... Dankeschön, Roboter. Und nach unten geschubst werden würde, dann bin ich gelähmt und kann dem Roboter, der da auf mich schießt, natürlich auch nicht mehr ausweichen. Das wäre nicht so gut gewesen. So, jetzt mal schauen, was ich hier unten habe. Aha. Ah, nicht hochspringen. Das macht mir Angst. So, Punkte waren hier. Ganz viele Süßigkeiten. Also, der Zahnarzt von Billy wird sich freuen, dass er auch mal ein bisschen Arbeit hat. Aber ich glaube, das hatte ich ja irgendwann schon in Episode 1 gesagt. Also Episode 1 von Commander Keen. So. Wenn ich mich richtig erinnere, wird auch hier der Auslöser von einem Elite-Gegner bewacht. Ja, kommt schon her. Ja, da ist er auch schon. So. So, wunderbar. Diesmal machen wir natürlich nicht den Fehler und aktivieren den Strahl. So blöd ist man nur einmal. Und dann nochmal, wenn man es schon lange nicht mehr gespielt hat. So, sondern wir zerstören hier jetzt, na, die Sicherung, die auf die Sphinx in Ägypten gerichtet ist. So, damit ist auch diese deaktiviert. Und wir können auch dieses Level beenden. Ja, das ging doch diesmal schon viel schneller. Wenn man weiß, was man tut, dann geht das doch besser. Und irgendwas steht hier im galaktischen Alphabet. Ich weiß es nicht. So. Und jetzt kommen wir hier zu einem Level, das sehr interessant ist. Man beachte nämlich dieses... Naja, man könnte es zumindest als M interpretieren, was hier über dem Eingang des Levels steht. Das wird uns nochmal begegnen in Episode 3 von Commander Keen. So. Na. Ich weiß, da unten ist ein Gegner. Ich weiß nur nicht, wo er ist. Huh, Glück gehabt. So, ein Stück Kuchen zur Stärkung. Und dann kann es gleich schon wieder weitergehen. Gibt es hier oben noch irgendwas Schönes zu sehen? Ich hoffe ja insgeheim immer auf Munition für meine Strahlenkanone. Oder ganz viele Punkte, das ist natürlich auch immer wieder schön. Aber Munition ist hier immer sehr, sehr rar. So, dann warten wir hier mal, bis diese ganzen Gegner an uns vorbeimarschiert sind. Dass wir ungestört hier weiter hochspringen können.
So. Und dann haben wir auch dieses Level so gut wie gelöst. Genau, wenn uns hier dieser Gegner nicht noch Probleme macht. So. Rechts, links, geradeaus. Das hier ist, glaube ich, der Antrieb vom Raumschiff. Soweit ich weiß, muss man hier gar nichts mehr... Die Levels muss man nicht zwingendermaßen machen, sondern hier die zwei Levels in den Tatzen. Und ich glaube dann noch das Level hier im Kopf muss man ganz am Ende machen. Schauen wir mal. Und ein weiteres Leben. Oh je. Da hatte ich kurz schon befürchtet, ich müsste auf gut Glück hier runterspringen. Aber ich habe nochmal Glück gehabt. Puh. Das war knapp. So. Also das ist, glaube ich, kein Level, den ich zwingendermaßen machen muss. Puh. Aber hier gibt es ganz viel Ausrüstung. Ja, so wie es aussieht, war das das Munitionslager der Vorticon. Das ist natürlich ausgezeichnet, zumindest falls ich dieses Level überleben sollte. So, jetzt weiß ich aber gerade nicht, wo es weitergeht. Oh je, ich fürchte fast, ich muss hier wieder zurück. Und den ganzen Weg hier nochmal hoch. Und wieder zurück und irgendwo links nach unten. Da bleibt mir jedes Mal kurz das Herz stehen, weil die Steuerung in der Luft nicht sonderlich präzise ist. So. Jetzt hoffe ich mal, ja, sehr schön. Hier kommt gleich unsere nächste fliegende Plattform. Und dann geht es hier weiter. Die Gegner in dem gelben Outfit heißen übrigens, wenn ich mich richtig entsinne, Tango-Wölfe. Weil sie immer so durch die Gegend tanzen. Ha, fuck, verdammt, Kacke! Ah. Ich würde mal behaupten, ich habe genug Munition gesammelt und genug Leben vor allem. Und ja, so wie es hier aussieht, habe ich London und Kairo schon gerettet. Und dann... Ja, mit welchem Level versuchen wir es als nächstes? Das hier oben könnte... Könnte noch eine weitere Strahlenkanone sein, die auf die Erde gerichtet ist. Auf jeden Fall finde ich die Levels in Commander Keen 2 schon wesentlich interessanter. Ah, jetzt habe ich mich hier selbst ein bisschen gefangen. Nein! Schon wieder. Verdammt! Ich habe heute aber auch kein Glück. Und Pech kommt auch noch dazu. Naja, diesmal sind wir schlauer und springen nicht da unten in das Loch rein. Beziehungsweise wir erschießen erstmal hier den Wolf. Den Tango-Wolf. So, und dann ist das doch schon
viel besser hier. So, die grüne Schlüsselkarte, die gelbe Schlüsselkarte haben wir. Fehlt noch rot und blau, falls wir tatsächlich alle brauchen sollten. Ja, da ist die blaue. Und hier unten sehe ich schon die rote. Aber von hier kommen wir nicht dran. Nein, wir müssen erst die Dosen hier einsammeln. Und können dann auch die rote Schlüsselkarte holen. So. Jetzt heißt es nur noch, den Ausgang zu finden. Gefunden. Hoffe ich, dass der Tango wohl nicht hier hochgesprungen ist. Glück gehabt mal wieder. So, gehe ich hier runter? Ja, ich gehe hier runter. Und ich kriege Munition. Wahrscheinlich so viel, wie ich gerade weggeschossen habe. Und, hier haben wir den Vortikon-Elder. Also den Ältesten oder einen Ältesten der Vortikon. Und er ist in einem Stasisfeld gefangen und er sagt zu mir, das große Intellekt ist nicht von Vortikon 6. Er ist von dem Planeten Erde. Gedankengürtel kontrollieren die Gehirne. Kontrollieren die Vortikon. Sie sind böse. Bitte erschieße sie nicht, Mensch. Aha. Also, der Vortikon-Älteste hat mir gerade verraten, dass die Vortikon gar nicht böse sind. Und gar nichts gegen mich haben, sondern dass sie von dem großen Intellekt kontrolliert werden, über ihre Gürtel. Und er hat mich darum gebeten, sie nicht zu erschießen. Die Gegner. So, jetzt suche ich aber immer noch nach der Strahlenkanone. Ist es zufälligerweise dieses Level hier? Denn, oje. Mindestens zwei Level mit Strahlenkanone, also die mit auf Erde gerichteter Todesstrahlenkanone, gibt es noch. Da müssen wir wohl oder übel wieder die Hilfe dieses Roboters in Anspruch nehmen. Mir fällt gerade auf, dass diese weißen Dinger, die sich hin und her bewegen, ja die Arme des Roboters sind. Ich habe das früher immer als so Schnurrhaare oder sowas angesehen. Interessant, was man so alles noch sieht, wenn man mal ein bisschen genauer hinguckt. Na, wirst du wohl. So, die zwei Schlüsselkarten und... Ja, leider kann man... leider kann man in Commander Keen 2 noch nicht nach unten schießen. Sonst wäre diese Stelle hier etwas einfacher. Aber jetzt muss ich noch einmal schießen. Und dann habe ich ihn besiegt. Einfach hier rechts an ihn vorbeigehen, das ist mir zu gefährlich. Ja! Und es war eine gute Entscheidung. So.
Ah, da haben sie ein bisschen zu spät geschossen. Ah, den haben sie erwischt. Und einer ist noch hier, einen noch. Komm schon, spring so hoch wie du kannst. Dankeschön. Und hier dürfen wir dann Sydney retten. Ausgezeichnet. Und ah, die Munition wird immer knapper. Aber wir haben Sydney gerettet. Ja. Und ein Blick auf die Uhr sagt mir, dass es so langsam auch wieder Zeit wird, auch diese Episode zu beenden. Daher verabschiede ich mich jetzt hier auf der Suche nach der nächsten Strahlenkanone. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wie immer hoffe ich, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet. Macht's gut!